To me, nostalgia is a connection to a time period, a series of events, a particular sound, but something from the past that when you hear it or experience it, it transports you back to that time. Brainiac dum-dums bust the scientific approach to the course, and the force is centrifugal. Can you find your way through the lyrics that be catching them? Throw another rhyme across the room, they be fetching them. Was die erste Kollektion angeht, mussten wir auch relativ lange überlegen, was das Thema sein sollte. Und zwar irgendwie, weil es das erste ist und weil schon so viel Zeit reingeflossen ist, auch was Wichtiges für uns ist, war es einfach wichtig, dass es irgendwie was Bedeutsames, was Großes wird für uns. Mit der ersten Kollektion war es uns halt wichtig, dass wir irgendwie das aufgreifen wollten, was die Jungs damals geprägt hat, warum sie überhaupt damals diese Passion für Sneaker bekommen haben, warum sie den Store gegründet haben etc. Ja, und als wir dann im Meeting saßen und wir uns überlegt haben, in welche Richtung wir genau gehen können, waren Marco und Anja auf jeden Fall dafür, dass wir in Richtung Musik gehen sollen und dass wir uns vielleicht eine Person aus der damaligen Zeit nehmen sollen, die die beiden damals extrem gefeiert haben. Genau, für uns gibt es wenige Leute in der Hip-Hop-Szene, die Nostalgie mehr prägen als Master Ace. People in the audience, Master Ace the name. I write rhymes and insert them inside your vein. They run through your bloodstream, get inside your brain. Since I first put my name up inside the train. Um zu symbolisieren, dass Streetwear und Nachhaltigkeit auch Hand in Hand gehen können, fanden wir es eigentlich sehr passend, dass wir die Welt des Hip-Hops und der klassischen Musik zusammenführen und zu zeigen, dass Dinge, die eigentlich nicht zusammengehören, trotzdem zusammenpassen und wirklich etwas Gutes dabei rauskommen kann, was wirklich auch etwas Neues und Spannendes ist. Wir haben einen guten Freund, der Mickey, der ein eigenes Orchester leitet und sehr musikalisch ist. Und er hatte schon öfters Crossover-Sachen gemacht, wo er halt Sachen klassisch inszeniert hat. Und wir dachten, das wäre eigentlich eine super geile Sache, um die Kollektion vorzustellen, aber auch um diese Thematik zu transportieren. I don't think there's a such thing as not supposed to be together. For me, it's all about mixing and matching. Hip-Hop has always been that anyway. We rap over anything. Rock, you know, soul, funk, jazz. Like, we always rapped over. If it had a groove, we could find that groove. Then that means it was meant to be rapped over. And that's what we do, we rap. Nachdem Master Ace quasi zugesagt hatte, haben wir angefangen, die erste Kollektion zu entwickeln. Sind dann aber auch nach New York gefahren, um uns mit ihm zu treffen, um ihn einmal persönlich kennenzulernen und das Ganze zu besprechen. Sind extra mit ihm nach Coney Island gefahren, mit ihm und seiner Familie. Und haben da halt ein Fotoshooting mit ihm gemacht. Für das T-Shirt mit ihm haben wir das A Long Hard Summer Album ausgewählt, was wir quasi vorne 1:1 auf das Shirt geprintet haben, mit hinten noch einer Quote auf dem Shirt. But this album, you know, was for a lot of fans, was the album that made them know who I was and opened up a whole new door of opportunity for me, and I've been able to tour the world since 2001 because of this album and Disposable Arts. Dann haben wir eigentlich im nächsten Step versucht, einen passenden Rahmen zu finden, eine Location, in der wir das Ganze darstellen können und auch gebührend feiern können. Und da sind wir auf die Tonhalle in Düsseldorf gestoßen, die wohl eine der legendärsten Musiksäle in Düsseldorf oder NRW ist. Und es ist für uns eine Riesenehre, das Projekt und das Konzert dort vorstellen zu können. Und werden am 23. Januar 2020 dann das Konzert veranstalten und sind wirklich super aufgeregt und haben echt Bock, das Ganze zu rocken. Und ist einfach etwas Neues, Spannendes und ich glaube, die Community wird es echt feiern. If you look at me, I feel like I'm the example of sustainability, because I've been reused, I guess, a couple of times in my career. I have three separate careers. My first career was when I first came out, I was connected with the Juice Crew.
and everybody knew me as this rapper that was down when Big Daddy Kane, Molly Maw, Biz Markie, everybody. And then I left, and then I went to Delicious Vinyl, and I put out two albums with Delicious Vinyl that all of a sudden I had this record that blew up on the West Coast and in the South, and all of a sudden people on the West Coast and the South knew me, and I was on the radio, I was getting all some airplay, and then that ended. And then there was that period where I wasn't doing anything, and then the Disposable Arsenal Long Hot Summer part of my career started. So, you know, you're talking about three really separate time periods in hip hop, three eras, and in each one of those eras, I kind of had to reinvent and show my sustainability in this game, and that's a tough thing to do. Not everybody can pull it off.